Naja, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus aktuell. Kommen wir wieder in die andere Richtung zu unserem Centurion. Ja. Lebt der T-44 da immer noch? Wie geht das denn? Der Centurion hat sich von dem runterschießen lassen. Was ein Idiot. Was mit dem T-32 da? Kann man auf den wirken? Ja, aber sich rausnehmen lassen. So, aber jetzt. Ah, Ja. der hat sich ordentlich runterschießen lassen, der Centurion 1 oder was das da war. Naja, immerhin schon mal gewonnen. Das ging doch gut los. Ja, das finde ich auch. Centurion 1, wo ist er denn da? Naja, hat ein bisschen Schaden gemacht, aber Mehr eingesteckt. so scheint es auf jeden Fall. Naja. Ich hatte mir den Chinookai geholt für 500 und auch den Matilda BP. Und mit dem fahre ich in letzter Zeit ganz oft. Ja. Und den finde ich total klasse. Der ist zwar lahm wie so eine Schnecke, aber ja, schießt ganz ordentlich und hat eine ganz gute Panzerung. Und mit dem farme ich mein Gold gerade immer ein bisschen zusammen, mein Geld. Ja. Wo willst du längs? Ja, ich denke mal zum Tunnel. Ja, okay. Ich fahre geradeaus, mache eine Böschung ran und dann gucken wir mal. Genau. Ja, erstmal moin moin überhaupt. Willkommen zu World of Tanks. Ist auch das erste Gefecht mit dem, muss ich gestehen. Ja, macht ja nichts. Dann rock mal los. Ja, mal schauen. Ich bin gleich weg schon. Oh. Aber mich hat die Hellcat leider zweimal getroffen. Ja, schade, ich bin jetzt gerade hochgefahren. Die ist aber jetzt gerade rückwärts. Aber jetzt kommt sie, vielleicht kriege ich sie gleich. Ich sehe leider nur das MG. Ich treffe den nicht, aber der trifft mich. Links von dir, hast du den KV-1 hast du gesehen, ne? Ja. Ich fahre mal lieber ein Stück zurück.
Ja, der UI ist schon mal aufgehalten. Ich stehe so ein bisschen im Hintergrund. 9-0. Nicht schlecht. Oh. Der ist abgeprallt. Das muss weh. Ey, das gibt's doch nicht. Ich mach keinen Schaden. Ja, aber ist ja auch klar, ne? Wir gewinnen ja auch. Also keinen Schaden machen. Immer dran denken, ne? Ja. Gut, hatten wir ja neulich schon festgestellt. Ja. Ich habe überlebt. Und ich auch. Aha. Oh Mann, ey, 512 Erfahrungen nach mit doppelten EP. Oh. Ja, da habe ich immerhin 955. Alles für die Crew. Ja, manchmal ist das gemein. Sechs. Okay. Ja, einmal alles durch die Bank jetzt hier. Runde, ich muss noch mal gucken. Ja, während Markus guckt, kleine Pause, bis gleich. Ja, aber irgendwie, ne, mit Ansage. Und keine Ari, die da reinhalten kann. Nee. Oh, der hat gesessen. Von dir oder von anderen? Nee, also einmal von mir und noch von dem anderen. Das ist doch gut. Oh ja, der ist fast weg. So, hätte ich jetzt nicht im Boden geschossen, dann wäre er wahrscheinlich ganz weg gewesen. Kacke. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh nö, jetzt fährt der T-34-100 nach vorne. Das ist vielleicht nicht so schlau. Na, siehst du mal, ich fahre jetzt mal nach vorne.
Okay. Ich muss leider noch ein bisschen. Der T29 ist weg, jetzt komme ich durch alles durch, auch mit der normalen Munition. Hattest du mal mit Gold geschossen oder was? Ja, mit so einer HE, ne? Ach so, ja gut. Auch wenn man vielleicht nicht durchkommt, man macht ein bisschen Schaden. Oder dieses Hartkerngeschoss ist doch. Nee, HE ist High Explosive. Nee, da habe ich doch mit einem Goldschuss gehabt. Aber der hat auch immerhin getroffen und 430 Schaden gemacht. Hat sich gelohnt. Ja. Und ich glaube, ich sterbe gleich. Na bitte. Da die Heavys mal in der Stadt mal ein bisschen fahren, ne? Ja, wäre schön. Mann, die sollen sich da mal bewegen, ey. Nein, bleiben lieber hinten stehen und kriegen immer mal wieder einen rein und. KV2 campt da hinten mit seinem Stummel und schießt mich über einen Kilometer weg. Und ich stehe sogar noch hinterm T29. Der. Ach nö. Ja. Die sind auch voll live, die beiden, ne? Kann das sein? Der KV2 auf jeden Fall, ja. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, einfach mal ein Stück. Ja, viel Deckung hast du ja nicht, ne? Ja, fahr nach vorne. Dass du, falls der T29 was aufmacht, dass du schießen kannst.
Der macht jetzt aus. Spot, ja. Sehr witzig, du. Scherzkeks, ey. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ganz schön spannend. Oh. Ah, klar. Ja. Schade eigentlich. Tut mir leid, das war ein dämliches Team, ey. Also, Ja. die bescheuerten Piss-Heavys da. Weiß gar nicht, was sie haben. Er macht seinen Job gut. Boah. Ja. Was für ein Piss-Team, ey. Wie ich sowas hasse, ey. Da führst du schon die Raschner durch und statt mal vorzufahren, nein, ich habe das ja gesehen, immer noch einen rein vom E25 und nochmal um die Ecke gucken und dann nochmal einen rein. Der hätte auch gleich vorfahren können, ey. Oh, Spacken, ey. Ja, eigentlich schade. Aber dass der mich da, also dass der mit dem Stummel so gut trifft, weißt du, ich habe teilweise Gegner 10 Meter vor mir stehen und der schießt im Boden und der snipert mich hinterm T29 da weg. Also das war schon echt ein richtiger krasser Schuss. Oder wollt den anderen treffen? Nee, da war keiner in der Nähe. Ach so. Ja, also das ist ja unbegreiflich manchmal, wie die spielen. Ja. Tja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall defensiv, ne? Ich fahre erstmal den Felsen da vorne ran und dann. Ja, da mache ich mit. Und man könnte auch. Ich fahre noch einen Felsen weiter. Ja, ich glaube, ich fahre bis zu dem Felsen vor dir noch.
Kommt was? Am T20 komme ich aber nicht ran von hier. Hat was auf dich geschossen, oder? Ja. Digga, Max. Von links irgendwo. Also so 10 Uhr Position aus. Yay. Nee, warst du. Oh. Ja, die Schadenstreffer von Verbündeten sind auch gelb, genau wie bei mir. Das ist halt ein bisschen, ja, verwirrend manchmal. So, rechts kommen sie langsam. Mann, statt er nicht mal rumfährt und dir mal rausdrückt oder so, ne? Hinter dir ist ein T67. Achso, der fährt in den. Na, alles gut. Muss rum da, du Dussel. Ey, der hat 100% live. Warum dreht er da nicht einmal rein? Oh, und dann noch daneben schießen. Mann, das gibt's. Ich kann nicht rumfahren, weil auf der anderen Seite stehen auch noch welche links von mir. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt auf. Die 34 könnte um die Ecke kommen. Ach, Jemine, ey. Mist, ich dachte, das war ein Stein, das war ein Busch. Hat der dicke Max mich erwischt. Ach so. Die sind nämlich hier unten bei uns im Graben schon drin. Die kommen da durch die Mitte durch. Ja, okay, das ist ja gut zu wissen. Fürs nächste Mal fahre ich dann einfach noch ein Stück weiter. Das war ja echt blöd. So, Tiger 1 ist jetzt, ja. Ja, der musste aber hoch. Ich glaube, dann kann ich auf den wirken. Ich glaube, der fährt auch Richtung Flagge erstmal. Das dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Nee, da kommt er jetzt hoch. Ich könnte brechen. Ja, auch die Runde ging jetzt gerade leider verloren. Aber es war auch echt ein bisschen doof von mir. Da, wie gesagt, ich dachte, das wäre ein Stein, da habe ich nicht richtig hingeguckt. Naja, es sieht aktuell, geht so aus. Ich denke, eine Runde schaffe ich noch, dann muss ich langsam mal ins Bett. Morgen ist wieder erster Arbeitstag. Und ja, gut, schauen wir mal. So, weiter geht's. Letzte Runde für heute. Und von 38 auf 40% hoch, aber wirklich Grund zur Freude ist das immer noch nicht.
Nee, am X kommt man leider gerade nicht hier ran aktuell. Das ist sehr schade. Die Überzahl hier, die fährt immer vor und zurück, lässt sich schön kaputt schießen hier, die Jungs. Wunderbar macht er das doch. So macht WoT Spaß. Ich fahre mal Richtung Flagge zurück. Na, ich war jetzt auf. Ah, ist egal, ey. Die stellen sich da an wie die letzten Vollhonks, ey. Ja, oben auf dem Berg sieht sehr cool aus. Immer vor, zurück, Treffer kassieren, wieder zurückfahren. Ja, und wenn er eigentlich einen Treffer kassiert hat, ist sowieso zu spät. Ich werde hier nichts reparieren. Deppen. Mann, 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 wie kann man bloß so dumm und so dusselig sein, ey? Du kommst in Tier-8-Gefecht und nur die Vollhonks, da sehen wir eine Chance, irgendwas zu machen, ey. Gehst mit null Schaden raus, weil die nichts gebacken kriegen, ey. Ja. Überleg mal, beide CDC leben noch. Die waren, der eine ist fast tot. Das gibt's gar nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gerade bei den beiden Vollpfosten hier. Ja, die kriegen dauernd einen rein und kriegen nicht einen raus. Der fährt jetzt schon 5 Minuten mit 61 HP rum. Und die haben es nicht geschafft, diesen bescheuerten Kackpanzer rauszunehmen. Boah. Mann, ey. Tja, Leute. Wie ihr hören könnt, war das wohl leider nix. Eigentlich sollte man entspannter sein, ey. Aber bei so einem Spacken-Teams, das ist echt nicht wahr, ey. Menschen mit 18.000 Gefechte und wissen immer noch nicht, wie man gewinnt, ey. Ja, auch die Runde mit der SU-100 verloren, 3 in Folge, super. Ich sag mal trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao, ciao.